Das erste Duell der Geschichte beider Mannschaften endete am Freitagabend mit einem Kantersieg für die Kassel Huskies. Die Eisfighter Leipzig kamen gegen die Schlittenhunde mit 10:0 unter die Räder. Der vermeintlich schwächere Ostoberligist kam schon gleich zu Beginn der Partie mächtig ins Schwitzen. Bereits in der dritten Spielminute begann das muntere Toreschießen. Jakob Bicky traf nach Vorarbeit von Danny Albrecht per Direktabnahme direkt in den Winkel. Keine Chance für Erik Reukauf im Tor der Messestädter. Anderthalb Minuten später musste Erik Reukauf schon wieder hinter sich greifen. Jan Lobodas Schlagschuss von der blauen Linie schätzte der Goalie falsch ein, sodass dieser erst an den Pfosten und von dort aus ins Tor ging. Damit war der Arbeitstag für den 24-jährigen Berliner beendet. Eisfighters Coach Mannix Wolf tauschte seinen Torhüter und gab voran Nicolas Siebers das Vertrauen. Das beeindruckte die Huskies an diesem Abend nicht. Mit einem Dreifachschlag zogen die Nordhessen binnen 61 Sekunden auf 5:0 davon. Tobi Schwab mit einer Direktabnahme aus dem Slot, Jakob Wicki über die Fanghand und Brad Snetzinger mit einem herrlich angetäuschten Bauerntrick, den er in letzter Sekunde doch im kurzen Eck des Tores unterbrachte, zeigten den Eisfighters die Grenzen auf. Kurz darauf kam es zu einer Schrecksekunde. Der ehemalige Husky Emanuel Grund hatte in einem Zweikampf mit Brad Snetzinger seinen Stock nicht unter Kontrolle und verletzte Snetzinger im Gesicht, sodass er stark blutend das Eis verlassen musste. Für Grund war daraufhin das Spiel beendet. Schiedsrichter Schmidt schickte ihn mit 5 Strafminuten plus Spieldauer Disziplinarstrafe zum Duschen. Eine Minute vor Ende des ersten Drittels schlug Michi Christ zu und verwandelt zum 6:0. Den Schlusspunkt unter ein gutes Auftaktdrittel setzte dann Kai Doll, der zum 7:0 Pausenstand traf. Der Vorlagengeber, Brad Snetzinger. Dieser hatte seine ledierte Nase in der Kabine kurz richten und den Cut nähen lassen und war fortan wieder mit von der Partie. Das gibt's wohl auch nur im Eishockey. Im Mitteldrittel ließen es die Huskies dann etwas ruhiger angehen. Lediglich Aleš Kreuzer schaffte es nach toller Übersicht vom toll ausspielenden Jakob Wicki, Goalie Siebers, zum 8:0 zu überwinden. Im letzten Drittel sorgten beide Fanlager für gute Unterhaltung in der Eishalle. Muntere Gesänge und Trommeleinlagen der Sachsen folgte sogar die Laola mit den 3200 Husky-Fans. Das Ergebnis wurde dann sogar noch zweistellig. Kyle Doyle in der 49. Minute und Alex Heinrich in doppelter Überzahl sorgten für den 10:0 Endstand. Am Ende waren dann alle zufrieden. Die Huskies hatten die ersten 3 Punkte der Endrunde auf dem Konto und selbst die Leipziger Fans feierten ihre Mannschaft. Für die Kassel Huskies geht es jetzt auf Reisen. Am kommenden Sonntag gastieren die Nordhessen an der Ostsee am Timmendorfer Strand, bevor es dann am kommenden Freitag um 19:30 Uhr zum erneuten Aufeinandertreffen mit den Füchsen aus Duisburg kommt.